Hallo ihr da draußen, ich bin der Juri aus dem Kika Baumhaus und verrate euch jetzt unsere Top 5 Winterideen aus dem Baumhaus. Los geht's! Idee Nummer 1. Schmelzende Schneemänner backen. Guckt mal, so sehen meine geschmolzenen Schneemänner aus. Zum Anbeißen, oder? Kann man ganz einfach machen. Ich habe einen Keks genommen und dann weiße Kuchenglasur. Ihr könnt es aber auch mit Zuckerguss probieren. Da macht man hier so einen Klecks auf den Keks. Dann legt man das hier rüber und man nimmt einen Marshmallow. Jetzt muss das Ganze trocknen, bevor man es mit Zuckerfarbe anmalen kann. Idee Nummer 2. Eisbär aus Zeitungspapier basteln. Also heute ist es hier wahnsinnig kalt, ja? Aber ich habe mir trotzdem meine wärmste Jacke angezogen und bin rausgegangen in den Zoo, um mir die Tiere anzuschauen. Ich wollte mal schauen, wie die Tiere mit der Kälte umgehen. Und ich habe ein Tier getroffen, da hat man richtig gemerkt, das freut sich über die Kälte. Habt ihr eine Idee, welches Tier das sein könnte? Ich verrate es euch, der Eisbär. Und damit ihr ihn euch noch besser vorstellen könnt, habe ich einen Zeitungspapier-Eisbär gebastelt. Ja, ich habe ihn aus Zeitungspapier ausgeschnitten, aus Tonpapier den Mund, die Nase und die Ohren gestaltet, zwei Kulleraugen drauf, fertig ist der Zeitungspapier-Eisbär. Ja. Idee Nummer 3. Bratapfel zubereiten. Und bei mir duftet es heute nach Bratapfel. Es gibt doch im Winter nichts Besseres. Und das geht wirklich auch ganz leicht. Zuerst entfernt man nämlich das Kerngehäuse. Da müssen auf jeden Fall dann eure Eltern helfen. Überhaupt müssen die dabei auf jeden Fall helfen. Und in dieses entstandene Loch, da kann man dann alles reinmachen, was man gerne mag. Zum Beispiel Marzipan oder ein bisschen Butter mit Zimt und Zucker oder Marmelade und ein paar Kekskrümel in Marmelade getunkt oder vielleicht einfach nur ein paar Mandelsplitter. Und dann ab damit in den Ofen. Und zwar so lange, bis die Bratäpfel so lecker aussehen wie diese hier. Idee Nummer 4. Schneemann aus Papprollen basteln. Ich kam auf die Idee, diese wunderschönen Klopapierrollen-Schneemänner zu basteln. Ja, ich habe einfach eine normale Klopapierrolle genommen, habe sie mit Papier umwickelt und habe dann oben so einen Krepppapierrand dran geklebt. Den binde ich gerade mit einem Faden zusammen. Fertig ist die Zipfelmütze. Dann muss man nur noch eine Möhre als Nase draufmalen, Mund und Augen dazu. Fertig ist der Klopapierrollen-Schneemann. Garantiert ohne kalte Hände. Genial, oder? Idee Nummer 5. Gefühlsbaum gestalten. Wisst ihr, heute war für mich ein seltsamer Tag. Draußen, da war es kalt und grau und ich hatte irgendwie so zu gar nichts Lust. Aber dann kam Juri vorbei und der hatte wie immer gute Laune. Tja, und irgendwie hat er das dann geschafft und hat mich angesteckt und auch ich hatte dann richtig gute Laune. Das war ungefähr so, ich zeige es euch mal auf meinem Gefühlsbaum. Also erst hatte ich hier so richtig miese Laune und keine Lust zu irgendwas. Naja, und dann kam der Juri und da hatte ich plötzlich richtig gute Laune und war glücklich. Also, wenn ihr auch so einen tollen Gefühlsbaum haben möchtet, dann schaut doch mal nach bei kikaninchen.de. Dort findet ihr ihn auf unserer Mach-mit-Bastelvorlage und ihr könnt euch diesen Gefühlsbaum dann selber machen. Und das ist wirklich ein guter Helfer, um über eure Gefühle nachzudenken und mit anderen auch darüber zu sprechen. Ja, und dann könnt ihr diese Bastelvorlage ausmalen, ausschneiden, vielleicht euch selber malen oder ein Foto dazu tun, schreiben, wie ihr heißt. Und dann habt ihr hoffentlich richtig viel Spaß mit unserer neuen Bastelvorlage. Na, hat's euch gefallen? Auf kikaninchen.de findet ihr noch mehr. Da gibt's zum Beispiel unsere Vorlesegeschichten, Bildgalerien, einen Podcast mit Fidi und tolle Ausmalbilder. Also, schaut mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dann und bis bald im Baumhaus.